So, wir befinden uns jetzt im 14. Level von Tomb Raider. Müssen wir hier mal ein bisschen gucken. Das erste Mal, dass wir jetzt die Uzi gefunden haben. Die werden wir für das Level hier auch extrem brauchen. Weil hier kommen nämlich ganz viele von den Viechern. Dass die Munition dafür auch alles reicht. Wäre auf jeden Fall schade, wenn nicht. Ich glaube, hier muss man lang. Nein. Was doch hier? Ah, hier war es lang. Muss erst mal überlegen. Viele Optionen haben wir ja nicht. Drüben haben wir Medipack und auch nochmal Schrotflintmunition. Die können wir auch gut gebrauchen. Ich glaube, unten müsste gleich auch nochmal ein Monster aufgehen. Ja. Eine fliegende Mumie. Bloß nicht zu viel schießen. Immer noch ein. Ah, der kommt gleich zu uns hoch. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So ist der auch tot. Irgendwas fehlt hier. Weiß gerade noch nicht was. Irgendwo jetzt einen Schalter übersehen oder so? In Ecke. Damit wir noch einen Schalter haben. Der wird, glaube ich, jetzt hier. Was hier? Für mich jetzt ein bisschen verwirrend, das Level, weil das geht extrem lange und ja, da müssen wir mal gucken. Das könnte auch das erste Video mit drei Parts sein. Ich speichere hier auf jeden Fall schon mal. Deswegen mal ein bisschen gucken. So. Jetzt mal hier den Fliegenden umbringen. Wie wir sehen, sind da oben noch ganz, ganz viele andere. Jetzt haben wir erstmal den umgebracht. Jetzt müssen wir hier an eine Kante ran. Und hoffen einfach, dass es klappt. Okay, das hat schon mal geklappt. Ich bin so dumm. Ich hätte eine Sekunde warten sollen. Ich dachte, die brauchen ein bisschen länger. Okay. Gucken wir erstmal, ob wir da rüberkommen.
Haben wir noch ein Flattervieh. Jetzt ist er auf einmal schon hinter uns. Hier drüben ist noch nichts. Wir müssen da hinten erstmal ran wieder. Ich glaube, von hier klappt das. So. Hier ist nämlich ein Schalter. Also das Level ist wirklich ein bisschen verwirrender. Und das wird auch noch schlimmer. Hier haben wir zum Glück wieder Munition. Können wir auch gut gebrauchen. Können wir hier wieder rüber? Und können durch das Tor auch wieder durch. Jetzt müsste, glaube ich, noch ein paar Gegner kommen. Wir haben echt ein bisschen wenig Munition. Okay. Das könnte ein bisschen trickier sein. Das speichern wir auch nochmal. Sicher ist ja sicher. Nein, 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 nein. Ich dachte, wir speichern. Besser ist mal. So, haben wir den schon mal geschafft. Kommen wir da direkt hoch? Glaube nicht. So kommen wir da aber hoch. Weil hier oben ist nämlich noch wieder was versteckt. Na, Magnum-Munition brauchen wir nicht, die haben wir nicht. Wäre Uzi jetzt ein bisschen besser gewesen. Oder Schrotflinte. Guck mal, da hinten irgendwo noch lang. Nee, da. Für mich wieder ein bisschen schwieriger zu wissen, wo ich hinspringen muss. Ich glaube, wir können hier gleich zwei sogar überspringen. Ja. Beziehungsweise brauchen wir, glaube ich, sogar gar nicht. Wir können gleich da hinten hinspringen. Müssen wir hier rüber. Ja, und ich habe den Hebel da im Wasser gesehen. Da müssen wir später noch hin. So. Los, nimm auf die Kacke. Ich glaube, hier ist nämlich noch ein anderer Schalter, Hebel, wie auch immer. Und gottgesegnete Munition. Davon können wir gar nicht genug haben. So,
Oh, ich glaube nämlich jetzt, dass wir ins Wasser können. Ah. Mal eben gucken, ob hier irgendwo was liegt. Glaube aber nicht. Jetzt kann man nämlich hier den Hebel ziehen. Nur weiß ich immer noch nicht gerade, wo es weitergeht. Aber scheint ja irgendwas aufgegangen zu sein. Ach, die Tür ist aufgegangen. So. Machen wir den Sprung nochmal. Alte Sau, blöde Tür. Speichern wir lieber gleich nochmal. Wenn die Tür schon zugeht, ist kein gutes Zeichen. Sieht doch nicht sehr gut aus für uns. Der war auch schon. Oh. Aber der war auch schon wieder knapp. An dem Schalter, da kommen wir noch nicht hin, weil da Lava überall ist. Aber wir können hier reinspringen. Das ist schon mal gut. Gleich wieder irgendwelche Fallen hier. Drehen wir uns nochmal um. Haben nichts vergessen. Okay, hier ist Wasser. Ist hier vielleicht was? Okay, da ist schon mal ein Hebel. Nee, da ist nichts. Hier haben wir nochmal Munition. Zieh den Hebel, du alte Kuh. Ist ja nicht ewig Luft. Okay. Ah, hier ist nochmal gute Munition. Nein! Das war knapp. Hier speichere ich nochmal. Weil das dann nämlich passieren kann. da müssen wir rüber. Du blödes Flattervieh. Sowas sollte nämlich nicht passieren. Blödes Flattervieh erstmal töten. Oh, mein Fehler. Vergessen, dass das Wasser dahinter ist. So. Geht doch. Scheiß blöde Flattervieh hat einfach nur genervt. Schubst es uns einfach von unserem Podest runter. Mehr Munition für uns ist immer gut. Hier ist keine Munition. Also hier suche ich jetzt in dem Level auch ein bisschen intensiver nach Munition. Weil spätestens im nächsten brauchen wir sie. Und hier eigentlich auch, weil hier kommen noch genug Gegner. Aber
hier scheint nichts mehr zu sein. Jede dieser Kugeln ist ein schlechtes Zeichen. Noch eine Tür, die aufgegangen ist. Das war keine Tür. Skelettenpower hier. Nein, falsche Taste wieder. Jetzt springen wir nach hinten. Da haben wir schon mal zwei weg. Drei weg. Aber das. Einer der Schalter, die ich schon betätigt habe. Ich glaube, hier der rechte ist es. Sonst kommt der Rest da oben auch noch runter. Das war doch der Schalter hier. Passiert. Schade um die gute Munition. Da ist nix. Lieber mal ein bisschen vorsichtiger jetzt hier um die Kurven rennen. Nicht, dass wir wieder stürzen oder sonst irgendwas passiert. Hier ist ein Schalter. Okay. Ja gut. Trick 17. Aber das weiß ich auch nur, weil ich das vor Ewigkeiten schon mal gemacht habe. Und ich auch weiß, wie lange diese Level sind. Durch. Schalter betätigen. Tür geht auf. Aha. Aber der Dings geht nicht weiter, die Kugel. So kommen wir nämlich jetzt hier durch. So, hier speichern wir jetzt auch nochmal. Sicher ist sicher. Nein, das war zu früh. Das war nicht zu früh, das war genau goldrichtig. Stirb! Auch gut. Alter, das war nicht so geplant. Ganz und gar nicht war das so geplant. Aber hat ja Gott sei Dank nochmal geklappt. Sind aber auch Drecksviecher. Wollen alle nur meinen Tod. Jetzt weiß ich nur nicht, ob da hier noch irgendwie was gewesen wäre. Außer die Stacheln. Aber hier Munition, Munition. Ich komme mir schon fast vor wie bei Resident Evil. Bloß keine Kugel zu viel verschießen. Okay. Ich glaube, sicherheitshalber beenden wir hier auch mal dann den ersten Part. Speichern hier nochmal und sehen uns dann beim nächsten Mal.